Nein. Jetzt ist der Flammenwerfer. Ach, es leckt mich doch am Arsch, ey. Jetzt ist der Flammenwerfer weg. Ja, super. Och. Ey, heute ist das echt zum Kotzen hier. Nee. Dann behalte ich das Scheißgewehr jetzt hier. Also ich hab echt schlechte Laune. Ich wollte eigentlich die restlichen Missionen hier heute am Stück aufnehmen. Ich muss nach dieser Mission unbedingt eine Pause machen und mich abreagieren. So, komm her, du Scheißvieh. So, das war einer. Wie viele von euch kommen denn da? Es geht mir schwer die Munition aus hier. Mit dem Gewehr kann man auf schnelle Ziele ja auch gut zielen. Hier. Sticky. Super effektiv, das Gewehr. Jetzt vielleicht... Pass auf, ich nehme den Granatwerfer mit jetzt. Den leeren Granatwerfer. Was ist denn das für ein Speicherstand hier bitte? Da liegt ein leerer Granatwerfer, aber der Flammenwerfer ist verschwunden, ja? Fair. Absolut fair. Ist ja wenigstens irgendwo eine vernünftige Munitionskiste. Fangen die wieder an. Och, das ist doch nicht wahr hier. Wo kommt ihr denn jetzt schon wieder her? Leute, ist es nicht toll, wenn man jemanden zuguckt, der gerade richtig schlechte Laune hat und nur am Motzen ist? Bin sicher, das macht euch genauso viel Spaß wie mir. Und schon wieder nur noch halbe Lebenspunkte ohne eine Möglichkeit zur Heilung. Ja, super. Ich bin sicher, jetzt kommen wir hier ohne Probleme durch. Stillhalt. Es geht doch. Das mit dem Flammenwerfer, das regt mich eigentlich am meisten auf. Das kann es echt nicht sein. Meine Güte. Das ist aber auch so eine scheiß Mission hier. Raus da. Hör mal auf, dich zu bewegen. Das ist doch furchtbar. Ey, komm. Das war ein Halstreffer eben. Drin. Kann naja kommen. Ist wenigstens etwas. So, ihr macht das schon, ne? Mal auf. Hier ist Munitionskiste, okay.
Und was noch viel wichtiger ist, für das Aidspray. Jetzt geht es wieder ein bisschen aufwärts, jetzt macht es vielleicht auch wieder so ansatzweise Spaß. Moment, ich will mich eigentlich gar nicht über das Spiel aufregen. Ich mag das Spiel. Aber manchmal ist das Spiel einfach nur eine Bitch. So, hab das dann. Mensch! Was ist das? Ich glaube nicht. Wieso funktioniert dieser scheiß Angriff manchmal nicht? So, und haut! Oh, ich sehe, da ist schon wieder einer infiziert. Hat wieder nicht aufgepasst, der Trollo. Da muss ich mich jetzt gleich noch drum kümmern. Das ist so eine Sache, das kann ich nicht gebrauchen, wenn das hier während des Abschlusskampfes passiert. Weil da gibt es genug Sachen, auf die ich mich konzentrieren muss, jetzt wo ich keinen Flammenwerfer habe. Ich muss bemerken, wo diese Kiste ist. Mit etwas Glück kann ich da nämlich wieder hin zurück. Nein, kann ich natürlich nicht. Muss ich wirklich hoffen, dass es hier jetzt Munition irgendwo gibt. Ja, da liegt eine Kiste. Gut. Merken. Oh, Leute, ich muss noch mal kurz durchatmen. Mich einmal strecken und dann geht's weiter. So, Granatwerfer und ab. Hey, sieht das für euch sicher aus? Sowas fragt man nicht, du Trollo. So, locken wir ihn mal an. Das ist auch ganz besonders fair hier. Nein, 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 bleib weg von mir. Aua! Könnt ihr euch ja denken, wieso? Wieso hast du da so einen Schiss vor? Ist doch kein Problem, hast du doch schon mal gemacht. Ey, der hat mich jetzt aber wirklich nicht erwischt. Da war ich ausgewichen. Das Problem kommt gleich noch. Das Problem ist da. Es sind nämlich zwei. Und die gehen mit dem Flammenwerfer eigentlich ganz gut zu killen. Zumal man den Flammenwerfer an der Munitionskiste aufladen kann. Schnell, 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 schnell. Das klang verdammt nah eben. Oh, ist die nächste down. Ich bin hier wahrscheinlich mehr mit Wiederbeleben beschäftigt als mit allem anderen. Was? Oh Gott! Weg, weg, weg von mir, weg von mir! Und ich nur noch mit meiner kleinen Pistole hier. Oh Gott. Oh Gott, da ist der zweite. Boah. Bloß nicht einkesseln lassen. Und wichtig ist auch, immer die Leute wiederbeleben. Damit die beiden hier mehr Ziele haben, auf die sie losgehen können. Hier, der erste ist down, der erste ist down. An sich sind die Viecher nicht schwer.
Also man kann den Attacken ganz gut ausweichen. Da bin ich Hunter schlimmer. Und vor allem Licker. Aber dass es halt zwei sind, kann potenziell ganz böse enden. Denn wenn die einen in die Zange nehmen und man den Überblick verliert, wo die jetzt sind, der ist auf uns eingeschossen hier. Oh, er läuft, er läuft, er läuft, er läuft. Das ist schon wieder ein Kampf, der macht eigentlich sogar Spaß. Anders als die anderen Kämpfe. Ha! Ha! Das ging jetzt doch besser, als ich erwartet habe. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es wirklich geschafft. Bumm? Was war denn das eben für ein Bumm? Ab und zu vibriert der Bildschirm. Wirst du es schaffen? Lass mich. Zentrale? Ja, ihr mich auch! Keine Antwort? Sieht es danach aus? Sie lassen uns hängen! Schätze, uns erwartet eine lange Nacht. Boah! Viermal gestorben, das ist... Und trotzdem noch ein B-Rang, jawohl. 70 Minuten haben wir gebraucht. Ich bin einfach nur froh, dass wir diese Mission jetzt endlich geschafft haben. Das war sowas von fies. Oh, vor allem die Licker, ich hasse diese Licker. Ja, zwei Missionen erwarten das Wolfpack noch im Rahmen der Operation Raccoon City. Und dann haben wir es endlich geschafft, Leute. Zumindest die Hälfte des Spiels. Es klang jetzt zwischendurch vielleicht teilweise so, als würde ich wirklich sagen, Gott, was ist denn das für ein Scheißspiel? Und in dem Augenblick habe ich mich auch wirklich so gefühlt. Aber ich möchte es hier nochmal betonen, ich mag das Spiel. Ich mag das Spiel, es macht mir Spaß. Ist nur ab und zu recht frustrierend, vor allem wenn man halt wirklich alleine spielt. Mit menschlichen Mitspielern macht es garantiert nochmal doppelt so viel Spaß. Vor allem, weil man dann auch tatsächlich kompetente Hilfe hat. Das nächste Mal erwartet uns dann die Erlösung. Als Resultat des missglückten Versuches, Leon auszuschalten, wurde das Wolfpack von Umbrella im Stich gelassen. Doch Umbrella eröffnet dem Team eine letzte Chance, seine Loyalität zu beweisen. Und schickt es zurück in Birkins Labor, wo alles begann. Das eigentlich auch eine ganz coole Mission, habe ich so in Erinnerung. Auf jeden Fall erwartet uns da ein relativ cooler Bosskampf mit einem alten Bekannten. Weswegen ich auf jeden Fall extra für diesen Kampf wahrscheinlich die Juggernaut-Shotgun einstecken würde. Natürlich mit Bertha. Ist ja der eine Charakter vom Wolfpack, der uns jetzt als Spielercharakter auch fehlt. Bertha hat auch eine ziemlich interessante, spezielle Fähigkeit, was ihre Nahkampfkills angeht, die uns in der einen oder anderen brenzlichen Lage vielleicht ganz gelegen kommen könnte. Aber dazu mehr in der nächsten Folge, in der nächsten Mission des Wolfpacks, wenn es wieder heißt Let's Play Operation Raccoon City. Ich bedanke mich, dass ihr trotz meines kleinen Wutausbruchs dabei geblieben seid. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Ich hoffe, ich sehe euch das nächste Mal wieder. Ich klinke mich jetzt aus, sage ciao und dann hört man voneinander. Oder so.